Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Friedrich Merz, Sie wollen jetzt die Marschflugkörper Taurus an die Ukraine liefern? Ja, da frage ich mich, sind Sie denn wirklich des Wahnsinns? Glauben Sie ernsthaft, mit der deutschen Wunderwaffe die Wende in einem nicht gewinnbaren Krieg gegen die Atommacht Russland herbeizwingen zu können? Haben Sie sich je gefragt, warum die USA eben keine Marschflugkörper an die Ukraine liefert, die russische Großstädte treffen können? Mit diesen Taurus-Marschflugkörpern könnte die Ukraine strategische Ziele in Russland angreifen und die Eskalationsschraube ein großes Stück weiterdrehen, warnt der ehemalige höchste General der NATO, Harald Kujat. Und wie meinen Sie, Herr Merz, wird es nach 27 Millionen Opfern durch Nazi-Deutschland aufgenommen werden in Russland, wenn Deutschland jetzt Waffen liefert, mit denen Moskau beschossen werden kann? Ihre Wunderwaffe für die Ukraine, Herr Merz, ist nichts anderes als eine neue Eskalationsstufe und eine ungeheuerliche Gefährdung unserer Sicherheit hier in Deutschland, aufgesetzt von einem gerne groß, der den großen Feldherrn spielt. Es bleibt hier in diesem Haus zu hoffen, dass sich gegen diesen Irrsinn die Vernunft durchsetzt. Wir brauchen nicht Taurus nach Ukraine, sondern Diplomaten zur Beendigung dieses Krieges. Vielen Dank.